Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße heute an meiner Seite den lieben, was für Namen haben wir eigentlich für dich ausgemacht? Karl Friedrich. Ich weiß gar nicht, was hatten wir letztes Mal gehabt? Ich habe keinen Plan mehr. Karl Friedrich. Karl Napf und mit dem Gummikapp. Ja, genau so ist es. Richtig, genau, ja. 40 Gold, Frau Stiernimmer. Jo, und wir haben heute ein ganz besonderes Video am Start, und zwar ein Unboxing-Video, wie ich es schon auf dem Kanal angepriesen habe oder angekündigt habe, kommt ein neues Projekt mit Disney Infinity. Und was wäre natürlich Disney Infinity, gerade das 3.0 ohne die ganzen Figuren. Jo, und jetzt haben wir uns Star Wars technisch ein wenig ausgestattet. Da vorne sehen wir schon direkt ein paar Figuren, die ich schon vor lauter Eifer ausgepackt habe. Da konnte ich es nicht abwarten. Jetzt habe ich mir aber wieder ein paar nachbestellt, die die Reihe komplementieren soll. Und die haben wir natürlich erstmal eingepackt gelassen, dass wir dann so ein schönes Unboxing-Video machen können. So, wie sollen wir es machen? Sollen wir von links nach rechts oder wie machen wir erstmal die klassischen Figuren und dann mit den neuen oder so, wie du magst? Ja, also ich folge dir auf den Fuß und fange einfach mal... Genau, dann fangen wir doch einfach mal an. Oder, ja genau, fangen wir hier oder, mal an. Ja, genau. Genau, da haben wir zum Beispiel den Chewbacca. Den Chewie, den guten, ja. Haarig und unrasiert wie immer. Haarig und unrasiert wie immer. Wenn du magst, kannst du ihn auspacken. Jetzt? Ja, direkt live. Deswegen Unboxing. Das Kekse! Das ist natürlich das Gute an Unboxing-Videos. Man beachte den zweischaligen Karton. Wow, gut, dass du die Fingernägel nicht geschnitten hast für das Video. Ja, genau. Das war der kleine Finger, den kann er auch als Korkenzieher verwenden. Dosenöffner sieht rar. Ja, genau. Ja, also so viel zum Unboxing-Video. Ach so. Der ist gut da, eingeschmeißt. Der ist nochmal, ich glaube aber, ja genau, so kannst du ihn rausholen. So, also, die Figur. Die Figur, ja. Okay, zeig mal. Aha. So. Man beachte auch die Gebrauchsanweisung. Ah ja, alles klar. So. Ja, hier ist noch eine kleine lustige Sammelkarte. So. Mit auf der Rückseite dem Konterfei von Chewbacca ist anzunehmen, dass das in jeder Figur so ist. Genau. Und hier haben wir jetzt den Chewbacca an sich. Weiß nicht, ob es der Kameramann jetzt reingeholt hat oder die Kamerafrau am besten. So. Haben wir drauf? Alles klar, das ist der liebe Chewbacca. So, den stellen wir dann direkt mal dahin. Und so, machen weiter unten mit dem lieben Han Solo. Jawohl. Auch natürlich eine Figur, die sicherlich nicht gerade unwichtig ist in der Star Wars Saga. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Hier hat er noch schönes, volles, braunes Haar. Ja. Wer den neuen Film Das Erwachen der Macht schon gesehen hat, der weiß, es ist ein wenig ergraut, aber das darf man auch mit. Wie viel Linse hat der Harrison Ford jetzt schon auf? 70? 70 vorneweg, mit Sicherheit, ja. 70, genau, hier haben wir den guten Han Solo, auch wieder genial verarbeitet. Der geht schon ein bisschen besser raus. So, hier haben wir den Han Solo. Mit seinem Personalausweis. Und dem schönen Blaster in der Hand. Jawohl. Ja, sehr schön, sehr schön. Also, was man immer wieder sagen kann von den Disney Infinity Figuren. Natürlich haben sie den typischen Disney-Stil, aber sehr gut verarbeitet wieder. Und das macht es ja aus. Deswegen sieht das auch so toll aus im Regal. Ich würde sagen, wir machen jetzt da weiter, ja. Weil da haben wir den lieben Obi-Wan Kenobi. Ebenfalls unrasiert. Seines Zeichens ja Jedi-Ritter, Jedi-Meister, hat ja den Anakin Skywalker ausgebildet, nachdem
Qui-Gon Jinn seine Ausbildung nicht weiterführen konnte. Ja. Aufgrund bekannter Umstände. Richtig, genau. Und jetzt haben wir, wie das aussieht, das ist Obi-Wan Kenobi. Und wie die Ritter so sind, sind sie ziemlich hartnäckig, sogar beim Auspacken. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich das dir überlassen. Na, danke. So. So, da haben wir ihn wieder. Und der Fuß. Der Fuß ist jetzt ein Saugnapf. Könnte man denken, ist aber eigentlich dafür gedacht, weil du hast so eine Plattform, yep. Da stellst du drauf und dann okay, ist die Plattform, ja. Hat ein USB-Kabel dran und somit erwachen dann diese Figuren zum Leben. Das ist Obi-Wan Kenobi. Sehr schön. Auf der Rückseite ist jeweils auf dem Personalausweis quasi noch eine Nummer, Registriernummer ist mal anzunehmen. Genau. Das ist dafür da, die Registriernummer ist dafür da, du kannst ja das Spiel auch für den PC kostenlos sogar runterladen. Ich stelle es hier gerade auf. Ja, genau. Kannst du ja kostenlos runterladen und dann, wenn du die Figuren hast, kannst du dann die Figuren für die PC-Version registrieren lassen. Ah ja, okay. So, dann würde ich sagen, bevor wir dann zu den neuen Figuren kommen, hast du die Macht und das Glück, den Altmeister aufzumachen. Ja, die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Seite der Macht, er verkörpert und sie. Die wohl beliebteste Figur. Ja, das stimmt mitunter. Also ich denke auch, gerade im Kinderzimmerbereich darf kein Darth Vader fehlen, auch wenn er eigentlich zur dunklen Seite der Macht gehört. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert mit der Aber Finger. Soweit ich das kenne, ich habe schon... Ist schon der Fingernagel stumpf? Ja, wahrscheinlich. Das ist ein Vorführeffekt. Das ist Materialverschleiß vom Alter. Also, ja, das kommt noch. Wir haben noch ein paar. Also. Haltet euch fit. Ich kann natürlich auch mal gucken. Kekse! Ja. Ja, funktioniert. Und auch hier. Ah, sehr schön. Vorsicht mit dem Schwert. Oh Gott. Beinahe vor lauter Freude aus der Hand gefallen. So. Oh, die haben sie echt sehr passend da reingemacht. Aber dann, wenn man erstmal rausgewuscht hat. Boah, also jetzt, wenn ich die Figur jetzt mal in der Hand halte, das ist schon extrem geil. Und vor allen Dingen, es ist keine 0815-Figur, ich meine, das sind sie alle nicht. Das ist eine Light FX-Figur. Jetzt fragst du dich sicherlich, Light FX-Figur, was kann ich mir darunter vorstellen? Ich erkläre es dir gerne. Light FX? Ja, genau, FX, wenn man so will, ja. Die gibt es speziell nur bei Amazon und eigentlich unterscheiden die sich nicht von den anderen Figuren. Also es gibt dann noch eine Figur, die ist ganz normal, also wie die auch, so von der Gestik und allem drum und dran. Bloß das Lichtschwert leuchtet, wenn man ihn aufs Portal stellt. Ah, das ja. Macht die andere Figur dann halt nicht, aber wenn man das braucht, das macht meistens, also bei Amazon macht es glaube ich so 3-4 Euro aus, was die Figuren geht. Ich habe gedacht, komm, einmal machst du dir den Spaß, es gibt nicht nur für Darth Vader, es gibt, soweit ich weiß, auch noch für Luke Skywalker und Obi-Wan? Nee, Obi-Wan, Obi-Wan weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß auch mit Sicherheit Yoda. Yoda kann das auch. Ja, Ja, aber ob man das unbedingt braucht, also ich sag mal, es ist eine Spielerei, ist ganz nett, aber man muss es nicht unbedingt haben. Aber wie gesagt, das ist eine Light FX-Figur und das ist der liebe Darth Vader. Braucht man dafür einen Vorrat an Uhrenbatterien oder... Nee. Das sind einfach Figuren, wie gesagt, du hast ein Portal... Und das ist halt am USB angeschlossen an der Konsole und dann stellt man das drauf und dadurch bekommt man die Energie. Darf ich sie abnehmen? Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir doch mit den neuen Figuren an. Jetzt haben wir direkt die Figuren von Das Erwachen der Macht.
Ja, auf welcher Seite wollen wir beginnen oder direkt in die Mitte? Ich würde direkt mal anfangen mit dem Poe Dameron, mit dem Piloten. Dann, ich hätte ihn gegeben, aber okay. Ja, bei mir ist nicht nur der Arm lang. Ja. Ein Schlingel, der jetzt Falsches denkt. Ist das überhaupt FSK 16, oder? Ja, also, das können wir natürlich schon merken. Kein Problem, mal direkt was dran. So. Ja, man beachte inzwischen sind wir, das Rainbow Überlebensmesser. Richtig, genau. So, und hier und, unser Pilot. Ja, sehr gut. Poe Dameron, den man ja jetzt kennengelernt hat durch den neuen Teil Das Erwachen der Macht. Ich hole ihn gerade mal aus der Verpackung raus. So. Der ist auch wieder sehr, sehr gut reingemacht. Aber zack. So, da haben wir ihn. Gut frisiert und rasiert. Das ist Poe Dameron. Auch auf der Rückseite des Kärtchens mit der Registriernummer versehen. Der eigentliche Besitzer von BB-8, um das nur mal vorweg zu sagen. Ja, genau. Ja. Den Druiden, um den es ja auch beim der Erwachen der Macht geht. Weil, ich will jetzt nicht spoilern, ne, aber er hat einen Teil einer Karte, die sehr wichtig ist. So, ja, das ist Poe Dameron. Stellen wir jetzt auch mal da dazu. So, genau. Und hier die Karte. Hier die Karten. So, genau. Dann hier weiter mit Kylo Ren. Kylo Ren, absolut. Der neue Bösewicht im Star Wars-Universum. Und ich finde ihn eigentlich richtig cool. Also jetzt mit der neuen Maske, mit der Robe, mit der Sith-Robe. Sehr geil. Und auch wieder sehr gut verarbeitet. Und auch das Schwert, ne? Es scheiden sich die Geister drum. Also das Schwert. Ne? Ja. Genau, ja. Es scheiden sich ja die Geister drum. Manche haben gesagt, was ist denn das? Das wäre total unpraktisch. Andere sagten, cool. Das kommt einem richtigen Schwert erstmal nah. Weißt du, wegen den Ausgängen noch an der Seite. Was meinst du dazu? Wie hat dir das Schwert von Kylo Ren gefallen? Ich fand's cool. Mal eine neue Art, ein Lichtschwert zu sehen. Mag vielleicht beim Schleudern etwas unpraktisch sein. Ja. Aber scheinbar nützt es beim Rasieren. Obwohl man das unter der Maske ja nicht sehen kann. Hier haben wir den guten. Zum Sprung bereit. Kylo Ren. Und was viele wahrscheinlich auch für gut befinden, dass man die Maske nicht abnehmen kann, weil, so ging es mir unter anderem, und ich denke mal, da sage ich nicht zu viel, hinter der Maske befindet sich ein Milchbubi. So sieht's aus. Also ich habe den... ohne zu spoilern. Ich habe echt gedacht, was verbirgt sich hinter der Maske, und kaum setzt er die Maske ab und ich dachte, was? Das hätte auch ein 15-jähriger Junge sein können, ne? Ja, normalerweise sieht er auch so aus. Ja. Und ohne zu spoilern, dennoch ein Bewahrer der Macht, wenn auch auf der falschen Seite. Das stimmt. Oder nur fehlgeleitet. Genau, ne? Ist ja in dem Sinn der Enkel von Darth Vader. Ohne zu viel zu verraten. Kann man eigentlich schon sagen, oder? Ja, doch. Okay, alles klar. Damit hat man noch nicht viel verraten. Eigentlich wo ich es noch nicht gecheckt habe. Und wer jetzt noch nicht in das Erwachen der Macht war, dem kann man eh nicht mehr helfen. So, da kann ich dir den gern wieder geben. Jo, und da fehlen jetzt eigentlich nur noch die Hauptprotagonisten des neuesten Teils. Jawohl. Und zwar die liebe Rey und der gute Finn. So. Zur ersten Ordnung gehört hat, ne? Ja, genau. Als Stormtrooper. Genau. Deswegen schimpft sich das bestimmt auch Infinity, der gute Finn. mal gucken, ob das Große genauso gut sich öffnen lässt wie die Kleine. Ja, also die Technik ist die gleiche.
Meine Freundin hat am Anfang gemeint, wie kann ich nur jetzt die Packung aufmachen, das geht doch gar nicht und sowas. Die müssen doch alle schön in der Verpackung bleiben, weil so habe ich es auch bei meinen Wolljoschis gehalten. Ja, normalerweise. Die Amiibos. Sollte man das tun? Das sollte man tun, ja, um den Wert halt zu erhalten. Aber so ist es. Natürlich, wenn du halt Disney Infinity spielst, musst du natürlich die Figuren auspacken, weil die müssen ja aufs Portal drauf. Deswegen, ja. Also was den Sammlerwert betrifft, immer schön alles zweimal kaufen. Gibt's wirklich Leute, ja, die kaufen alles doppelt, wie auch bei Platten oder sowas. Mhm. Kenn ich auch jemand, der kauft sich alle Platten oder CDs oder was auch immer, kauft er sich doppelt, um halt den Wert zu erhalten. Ja, ja. Sehr, du brauchst meistens, ist irgendwo, wann mal... Ein Trick dabei, ja. Ich guck mir meistens ein Eck raus und dann floppen die da raus. Ah, ja. Und ich mach's da erstmal, ich hole sie erstmal raus. Die gute Ray. So, da haben wir natürlich auch, was nicht fehlen darf. Das muss, das ist immer ganz wichtig. Die müssen aufs Portal gestellt werden. Um natürlich das jeweilige Playset damit freizuschalten. Da haben wir jetzt im Prinzip, wenn man da schon sehen kann, eine, das ist eine Stormtrooper-Maske. Ja. Da überlegen die sich auch immer was Schönes. Und das ist die Stormtrooper-Maske. Und hier haben wir eine... Ja, was ist das? Ein Emblem mit der Abbildung des Widerstandes vermutlich. Ja, genau, richtig. So, in diese Richtung, gerade angekommen, mit einer Helping Hand hinter den Kulissen. Genau, das ist von dem einen Pack, eigentlich von dem Starter Pack. Und hier nochmal eine Figur des wohlbekannten Todessterns. Richtig, genau. Das sind praktisch praktisch die Portalöffner für die jeweiligen Playsets. Es gibt ja für Star Wars momentan drei Playsets. Ich denke, es wird auch dabei bleiben. Bei dem einen, wo wir in der Mitte haben, da ist es, das gab es beim Starter Set dazu, wo noch Anakin Skywalker und die andere da vorne, die dabei ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, die war beim Starter Set dabei, dann gab es ja den Todesstern dazu bei dem anderen Pack und da war der Luke und die Leia dabei, praktisch die Geschwister. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir einmal die gute Rey. Genau, die gute Rey, auch wieder sehr schön verarbeitet und schön im Disney-Stil. Und last but not least, oder doch in dem Fall, ja, last mehr oder weniger, der gute Finn. Jawohl. Beide übrigens auf der Karte hier. Möglicherweise, die Figuren gibt es noch einzeln. Nur zusammen im Pack. Momentan gibt es sie nur im Pack. Vielleicht irgendwann gibt es sie auch mal einzeln, aber gibt es momentan nur im Pack. Also wäre es auch für Sammler ratenswert, beide nochmal zu kaufen, da sie auch beide auf der Karte sind. Ich könnte mir denken, dass die sogar zum Tauschobjekt werden. Es ist immer so, um das nur mal vorwegzunehmen, gerade bei den Playsets gibt es immer zwei Figuren dazu. Damit hast du immer ein vollwertiges Spiel, jetzt wie zum Beispiel das Erwachen der Macht, kannst du im Prinzip die Ereignisse des Films nachspielen. Wobei ich mir sagen haben lasse, ist jetzt gerade bei Erwachen der Macht, wollen sie nicht zu viel spoilern, also gerade jemand, wo den Film nicht gesehen hat, da wird nicht zu viel verraten, also es hält sich zwar schon ein bisschen am Film, aber es wird nicht zu viel gespoilert, also das hätte man teilweise, also manche sind enttäuscht davon, von dem Playset, sagen, das ist bisher das Schwächste, aber mein Gott, wir werden sehen, es wird auf jeden Fall auf meinem Kanal laufen und dann schauen wir mal. Okay, das
war es jetzt erstmal mit dem Unboxing-Video. Ich wollte euch nur mal zeigen, was wir jetzt an Figuren im Prinzip am Start haben. Da ist einiges möglich, was das Star Wars Herz begehrt. Also da können wir alles Mögliche austesten. Die Playsets nicht nur mit den Figuren, die vorgegeben sind, sondern auch mit anderen. Ja, und dann werden wir mal schauen. Da können wir bestimmt einiges Verrücktes anstellen. Und da bin ich echt mal gespannt, was uns da in den nächsten Monaten so erwarten wird und natürlich, wie es weitergeht mit Disney Infinity. Natürlich ist ja nicht nur das Star Wars Franchise dabei, sondern auch noch andere Geschichten. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Ja, das soll es aber mal wieder von uns gewesen sein. Von? Dem lieben Lautschmer. Und Karl Friedrich. Karl Friedrich, genau. In diesem Sinne, von mir aus, möge die Macht mit euch sein. Ganz genau, das war ein sehr schönes Schlusswort. Jo, wie gesagt, hat euch die Folge gefallen, könnt ihr gerne natürlich mal einen Daumen da lassen oder auch was Geld. Oder auch Geld, ja. Wir Spendenkonto wird eingeblendet. Ja, genau. Ja. Oder was in die Kommentare schreiben. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.